So, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Wir sind jetzt Anfang Oktober bei der Lese, bei der Ernte, Traubenernte. Und wir holen heute für unseren Weingut Mario Burkert, wie beim letzten Mal auch erklärt, den Pinot Noir. Wir haben jetzt einen original französischen Pinot Noir. Das sind also ganz bestimmte, kleiner, wüchsige und sehr buschig wachsende Rotweintrauben. Und wir werden heute so ein bisschen erleben, wie die Ernte abläuft, wie hier die Trauben abgeschnitten werden, wie sie dann praktisch mit den Eimern rausgetragen werden aus dem Feld und dann direkt auf dem Anhänger mit der Traubenabwehrmaschine verarbeitet werden. Also ich arbeite sehr, sehr zügig bei der Ernte. Das wird also sehr, sehr schnell verarbeitet. Das ist wichtig für Geschmack, für Aroma, dass also hier keinerlei Oxidation entsteht. Von dem her werden wir jetzt so ein paar einzelne Schritte erklären, so nach und nach. Das Abschneiden der Trauben, dann eben oben das Verarbeiten. Und was auch wichtig ist hier, wenn man die Trauben sich so ansieht, kann man das schon erkennen, dass es so kleine Rosinen-Eintrocknungen gibt, schon in diesem Jahr. Wir sind jetzt schon in der vierten Woche in der Ernte, also Anfang Oktober jetzt. Wir kommen also an die besten Qualitäten jetzt. Auch dieser Pinot Noir wird mit eins der besten Weine geben, die nachher im Barrique-Fass reifen. Und da achtet man sehr, dass also die Qualität sehr hochstehend ist, die Erträge sehr niedrig. Und auch die Trauben haben wir im Spätsommer hier halbiert, unten durchgeschnitten, und dann durch diese Halbierung erreichen wir, dass die Fäulnis also zurückgedrängt wird, dass also die Trauben nicht faulen und auch die Traube sich rund macht und keine Abquetschung gibt. Wir vermeiden dadurch auch die Essigfäule. Dann wünsche ich jetzt mal viel Spaß beim Zugucken bei der Ernte und ja, ich hoffe, dass es eine interessante Bereicherung ist für jeden Weintrinker. Und dass er dann auch mal vielleicht ein Fläschchen von diesem Pinot Noir im weiten Lützental, heißt diese Lage, von mir trinkt, würde mich freuen. Jeden gerne immer auch begrüßen bei mir auf dem Hof oder im Keller zu einer kleinen Weinprobe. Viel Spaß! Dass man während der Lese hier schon, wenn man die Trauben abschneidet, diese Botrytisbeeren, faule Beeren, also Edelfäule auch genannt, dass die bei Rotwein entfernt wird. Auch Essigbeeren werden praktisch hier per Hand rausselektiert und auf die Erde geschmissen, sodass nur wirklich 100% perfekte Ware in den Eimer und damit auch in den Tank kommt, in den Gärtank. Und man sieht auch hier ab und zu mal eben solche ausgehöhlten Beeren, die schon leicht rötlich sind, und das ist Essig und das muss also weg. Das ist oft durch tierische Schädlinge verursacht. Der Ohrwurm zum Beispiel ist so ein Schädling, den wir hier haben im Weinberg, der sich immer stärker verbreitet und der frisst uns hier die Beeren an und wir müssen das dann mühsam von Hand auskratzen, damit uns nachher der Rotwein nicht umkippt bei der Gärung. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und die beiden Krankheiten müssen per Hand einfach rausgeschnitten werden, rausselektioniert werden. Braucht sehr viel Zeit, ist aber auch sehr wichtig eben für die hochwertigen Weine. Nachher werden wir ein bisschen noch filmen und auch zeigen, wie diese Beeren dann nachher verarbeitet werden, direkt
oben am Anhänger, also direkt am Feldrand, wird die Weiterverarbeitung sofort vorgenommen bei mir, dass also keinerlei Oxidationsprozesse entstehen können. Wir arbeiten mit Trockeneis und mit Schwefel und da kommt dann auch direkt der Schwefel sofort ran. Wir bären ab mit einer Handabwehrmaschine, also dass wir sehr viel hier von Hand arbeiten und das ist natürlich auch ein Unterschied für später dann mal im Preis bei den Weinen, weil einfach viel, viel mehr Arbeit drin steckt. Jetzt haben wir vorhin gesehen, wie wir Rotwein verarbeiten und jetzt wollte ich mal kurz zeigen, wie wir auch weiße Trauben abpressen. Das ist also eine klassische Korbpresse von früher her noch. Also da hat mein Opa noch mit Trauben abgepresst, auch mein Vater. Das ist heute keine gängige Art mehr, Trauben eigentlich zu pressen. Das ist eine traditionelle Art und Weise, weil man presst von oben, also hier werden die Trauben eingefüllt. Und man presst praktisch, wie man sieht, hier mit der Spindel von oben nach unten, also vertikal. Und die anderen Pressen, die modernen, arbeiten horizontal. Hier ist die Saftausbeute nicht so hoch. Also wir pressen hier auf 60-65% Saftausbeute. Meiner Meinung nach gibt es die schöneren Weine. Sie sind fruchtiger. Und ich bin deshalb bei der traditionellen Verarbeitung geblieben. Man sieht hier praktisch den Korb. Hier innen drin ist die Weißweinmeische und die läuft hier ab durch diese Ritzen und wird hier unten in dieser Gusswanne praktisch, die komplett durchgehend ist, unten wird es aufgefangen und dann läuft praktisch hier dann der frisch gepresste Most ab und der kommt dann praktisch von hier aus dem Eimer direkt in den Tank. Jetzt zeige ich mal, wie dieser Vorgang so funktioniert bei diesem Pressen und ja, wünsche viel Spaß beim Zugucken. Man sieht hier oben dann das Rad, wie sich das da so dreht und stufenweise über diese Hebel oben dann im Kreis gedreht wird und dann geht die Kurbel in der Mitte dann an dieser Spindel langsam nach unten. Am Anfang ist es sehr leicht und mit der Zeit wird es immer schwerer und man sieht auch jetzt schon durch den Druck, den ich ausübe, wie jetzt unten schon der Saft stärker fließt. Hier muss man dann regelmäßig auch abschmecken, probieren, wann ist der Pressvorgang beendet, wann wird der Most seifig, sodass die Fruchtigkeit vom Wein verloren geht und dann wird der Pressvorgang regelmäßig gestoppt.